Schnarchen. Herzlich willkommen zu einem neuen Probenvlog. Heute üben wir Schreien. Das ist noch viel langer Schreien. Hat sie dich aber in echt gefoltert? Natürlich. Wie zu Hause. Ja. Das ist übrigens Dinas Mutter. In diesem Video sind keine Kinder zu Schaden gekommen. Noch nicht. Morgen. Jo, ich habe eine Pischerklappe. Geil, ich habe breitere Schultern gekriegt. So, wollen wir jetzt anfangen mit Proben. Thorsten, sag mal, hast du keinen Kleiderschrank zu Hause oder was? Ich habe heute eine feste Gesangsprobe. Eine feste Gesangsprobe. Okay, Maike, leg los. Lieber beflügelt den Geist. Ihr habt es. Zeigt, was normal zu sein heißt. Nur eine Nacht sei euch vergönnt. Nur eine Nacht gebt ihr doch. So ein geiler Song, ey, er ist so geil. Der ist so mächtig. Erste Kostüme hier. Also unter sexy Krankenschwester verstehe ich irgendwie was anderes. Also der Rock muss kürzer, der Ausschnitt muss länger. Die Brustwarzen sind verdächtig. Also YouTube-frei hier. Ich habe eine Pischi-Klappe, Pischi. Tanja, vielen Dank für die Pischi-Klappe. Bitte, gern geschehen. Ich muss sie gleich mal testen. Sie ist ganz schön weit unten. Aber dann muss ich so. Dann muss ich so vors Klo gehen. Aber es geht. Aber immerhin kann ich. Das ist geil. Immerhin kann er. Jetzt kann er. Stopp die künstliche Beatmung. Nur ein kleiner Klick. Und schon ist man weg. Ihr probt jetzt hier für euch. Komm, jetzt was für Flugschuhe an. Was wollen wir singen? Okay. Ich sag's vor, solange es Körbs geht. Ja, also ich lass Simon und sein Sonntagsgehirn dann mal alleine. Dieser untersucht erstmal ihre Haare. Das ist widerlich. Das ist wirklich, wirklich widerlich. Die sind alle kaputt. Aber ausnahmslos. Seit ich diese Brille geschenkt bekommen habe, sitzt sie hier jeder ständig auf und untersucht sich. Was siehst du? Ja, das geht eigentlich voll. Siehst du die Ursache des Haarverlustes? Ja, Moment. Was ist das denn? Was denn? Da hast du eine Pille. Wer verrückter sein als du? Verrückter sein als du? Fusion! Ha! Heute machen wir das erste Mal Kostümprobe quasi und so ein bisschen Schminken für ein Fotoshooting. Wir machen heute ein Fotoshooting. Guck mal Anna an. Sieht Anna nicht wunderschön aus? Wunderschön. Und jetzt die Frage an euch. Welche Augenfarbe hat Anna? Sina musste sich gerade schon mal totlachen. Warum eigentlich? Weil du so fett bist. Was? Das Mondbaby? Ich krieg ein Mondbaby. Ich krieg ein Mondbaby. Guck mal, Maike sieht auch geil aus. Ja. Jetzt wird aus einer Blondine Brooke Morticia. Ich bin gespannt. Ja, Kadi hat hier ordentlich Ausrüstung dabei. Oh, jetzt kommt so. Die Dinger. Ganz schön groß, ne? Der Ausschnitt, ja. Geil, das ist voll Morticia. Oh yeah. Oh, geil. Wow. Wahnsinn. Alle gucken zu. Oh, der piekst da. Piekst. Oh, toll, jetzt bin ich wieder schlank wegen dir. Wie hast du das hingekriegt? Ja, du hast doch gerade reingepiekst und dann ging die Luft raus. Oh, da war schon lustig. So, das ist eure Mutter. Ne, wie bei Pferden. Ja. Krass. Ich bin voll im Spirit hier drin. Man kann ja als Musiker muss man ja auch mal ein bisschen mitfiebern, ne? Wenn nicht nur die Schauspielerkostüme haben. Ja, das ist schon böse. Gucken böse. So, geh mal. Oh yeah. Guck mal, wie gut Janina Falten schminken kann. So, ich mach mal kurz ein Vorherbild. Auch Janina ist bestens ausgerüstet. Ja, die Brille ist leider noch nicht. Du musst was Schlaues sagen. Also, Alea Jagda ist.
Dieser Kaffee ist sehr, sehr gut. Ich werde ihn nachher in meinem Büro weiter genießen. Oh Gott. Das ist aus wie der nette Zuhälter von Netflix. Wo hast du denn deinen Manta geparkt? Den Witz habe ich gerade schon. Ach so. Wie, wie ein Zombie. Ist ja nicht aus dem Zombie. Doch, natürlich. Aber siehst du nicht aus. Sei offen für Erfahrungen. Sehr gut. Original Paxley. Okay, ein bisschen weiter unten. Nix. Soll ich den Kopf schießen? Und schieß! Komm, es geht fremd mit einer Ahnen. Ich tu nix. Da ist ja noch ein Gommes. Ja, jetzt. Oh Gott, ey. Oh, das gibt Klicks. Zeig mal deine Schokoladenseite. Oh. In Zeitlupe nochmal. Ob sich die Familien irgendwie ein bisschen voneinander abheben? Komm her, Sohn. Hallo. Das ist Lukas. Lukas Bach. Ich sehe keinen großen Unterschied zwischen diesen beiden Familien. Aber wir sind die cooleren. Oh, guck mal, wie böse die doch gucken können. Ich finde, wir sind cooler. So? Du hast recht, Mensch. Du bist auch noch. Du bist ja auch noch klein. Das werden wir noch sehen. Man weiß auch gerade gar nicht, wie Gnichel da unter seinen Körper so nach oben schiebt. Ob es wirklich so als gepresst ist oder ob es natürlich ist. Natürlich ist das gepresst! Gepresst? Normal. Ich sehe es immer noch. Normal. Das ist geschminkt. Das hier Gnichel, das ist übrigens auch alles geschminkt. Ah, ja. Ja, auch eine ganz tolle Maske. Richtig, ja. Ich gehe nachher duschen und wiege wieder 20 Kilo. Also am geilsten finde ich eigentlich von der Oma die Schuhe. Ey, du Braut! Ah, schon eine Braut hier. Oh, Max ist jetzt aufgekommen. Das ist die Dewey? Dewey Adams. Schwing deinen fetten Arsch von meiner Immobilie. Das ist gerade wohl nicht die Perücke, die ich bekomme, aber es probiert gerade mal eine andere aus. Achso, boah, das sieht so geil aus. So, ihr Lieben, das war's für dieses Jahr. Wir proben nächstes Jahr dann weiter. Und für euch heißt das dann nächstes Jahr einen neuen Probenblock. Kommt vorbei, holt euch auf jeden Fall noch Karten. Es gibt nur noch ganz, ganz wenig Karten auf www.musicalcompany.net. Bis dann, wir sehen uns nächstes Jahr. Rock'n'Roll! Yeah.